Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen zweiten keltischen Merkurtag. Wir haben heute tatsächlich sowohl im keltischen als auch im falschen Kalender einen Mittwoch, also einen Merkurtag. Und wir haben heute sozusagen um 3:08 den Übergang Plutos in seine Direktläufigkeit gehabt. Und morgen haben wir ebenfalls ein plutonisches Ereignis, kein platonisches, also langweilig wird das sicher nicht werden. Der Mars geht endlich in den Skorpion, über 2 Jahre hat es gedauert und er wird bis zum 24.11., also ein Monat vor der Bescherung, vor der Weihnachtsbescherung, wird er sozusagen in seinem Domizil Skorpion verweilen. Und ich glaube, diese Zeit wird ganz sicher keine langweilige Zeit werden, denn spannenderweise wird er von Mond und Sonne, von Sonne und Mond flankiert. Sonne auf 18,34 und Mond auf 19,50. Wir wissen, Skorpiongrade sind von 17,30 bis 20 Grad. Also das heißt, auch hier haben wir die wundersamen Skorpiongrade und auch der Aszendent lässt sich mit 3,33 Grad logenkorrekt nicht lumpen. Und interessant auch die Spitze des vierten Hauses, 4:40 Grad und 44 Sekunden. Na, wenn das nicht synchron läuft, sehr, sehr spannend. Und natürlich im Steinbock, also sehr, sehr witzig, was sich hier so an kleinen Begebenheiten ergibt. Der Mars im Skorpion zählt zu den starken Besetzungen. Wir wissen ja, Skorpion ist nicht unbedingt das langweiligste Sternzeichen. Es ist sehr gefühlsintensiv. Es ist sehr, wie sagt man, merksam, also aufmerksam. Es ist, hat ein gutes Gedächtnis. Also man erinnert sich gerne, was vor 70 Jahren geschehen ist, um dann die Gunst der Stunde dann doch zu verpassen. Aber wie es auch immer ist, wir haben hier eine große Kraft. Ja, also Mars im Skorpion ist schon einmal die Ein-Mann-Armee, wie man so schön sagt. Mars im Skorpion ist wirklich, das ist eine Macht, ja, kann man es mal sagen. Das ist eine regelrechte Macht. Und alle Skorpiongeborenen werden jetzt natürlich im Laufe der nächsten Tage und Wochen von einem Energiestrom erfüllt werden, der sie mitunter manchmal ein wenig die Nerven verlieren lässt, denn wenn der Mars über die eigene Sonne drüber rattert, naja, dann ist es sozusagen ein erhebendes Gefühl, wo man dann sozusagen erstmal zuschlägt und danach fragt, wo das Problem denn gewesen wäre. Also hier bitte auch ein bisschen Zurückhaltung, aber bei Nasenbluten zum Beispiel sollen zurückhalten die Nase, aber wie auch immer, ja, wir sehen hier einen sehr spannenden Aspekt, eine sehr starke Besetzung. Mars im Skorpion, die Kraft der Regeneration, die Kraft der Unbeugsamkeit, die Kraft der Unnachgiebigkeit, die Kraft des niemals Vergessens, des niemals Vergebens. Und das bezieht sich natürlich auch über Inkarnationen hinweg. Also das heißt, mit Mars im Skorpion, was man jemandem versprochen hat, das hält man dann auch erst in 2, 3 oder 4 Inkarnationen. Hier spielt Zeit jetzt nicht so die große Rolle, ein immenses Gedächtnis. Ja, also das ist das Elefantengedächtnis der Mars im Skorpion. Hier ist sozusagen die Bestrebung, Rechnungen zu begleichen. Und auch wenn sie 2000 Jahre zurückliegen, jetzt ist die Zeit der Abrechnung gekommen. Großartige Besetzung. Und zu aller Freude, zu allem Vergnügen haben wir hier auch noch ein Trigon zu Saturn. Das heißt, hier kommt eine konsequente, unnachgiebige Handlung, also Handelsweise vorbei. Das heißt, hier gibt es sozusagen keinen Kraftverlust, keinen Energieverlust. Das heißt, hier wird es dann auch sehr stark geplant. Also das heißt, Mars-Saturn-Vorgehen üblicherweise, ja, es ist natürlich auch immer der Faktor Hemmung dabei, ja, aber den Faktor Hemmung können wir uns dann gleich ersparen, weil wir sehen hier gleich Mars-Pluto-Quadrat, da kommt dann richtig Freude auf, also wenn man das so sagen würde, jetzt wird es resch, ich traue mich die Dinge ja aus der Kombination der Gestirnseinflüsse von Eberding gar nicht aussprechen, hier haben wir Mars, Saturn und bitte, wenn du unter Pluto selber nachliest, das ist, glaube ich, für mich auch die sichere Seite. Siehst, kann man das lesen? Ich glaube, ja, das kann man lesen. Ja, ja, ja. Oh, haha.
Ah, da kommt Freude auf. Gell? Also hier werden wir großartige Entwicklungen sehen. Da überschlagen sich die Freudentöne. Und um was geht es? Also was sagt uns der Mars? Naja, der Mars ist einerseits Herrscher des 7. Hauses und wohltuenderweise Herrscher des 8. Hauses. Also er ist der Chef seines eigenen Domizils, das ist schon einmal geht schon einmal sehr, sehr gut, seines eigenen Domizilhauses, aber wir sehen natürlich auch den Skorpion, Sternzeichen Skorpion, großteils im 2. Haus und das ist bemerkenswert, weil ja der Mars ohnehin im 2. Haus im Skorpion steht, also das heißt, hier haben wir schon das doppelt gemoppelt. Das heißt, wir sehen einmal, es geht um das Thema, richtig, Finanzen, Versorgung, Rohstoffe, vielleicht auch Energie. Naja, Energie ist auch ein bisschen 11. Haus, aber wie auch immer. Ja. Aber hier geht es auch um die Versorgung. Und da können schon die Emotionen, weil Mars im Skorpion ist auch ein bisschen emotional, kann man sagen, ein klein wenig. Und hier kann man sagen, ja, da kommen die Emotionen schon sehr kontrolliert zum Vorschein. Mars, Saturn, Mars, Pluto, das ist sozusagen voll brutal, ja, wie die Oberösterreicher sagen würden, voll brutal und so spannend. Und der Mars als Herrscher des 8. Hauses im 2. Haus, das könnte schon so in Richtung Erbschaftskonstellation gehen, das könnte aber auch zu einer gewissen Veränderung auf dem Kapitalmarkt führen. Also 8. Haus, wie wir wissen, ist das Haus der Transformation, der Zerstörung und so weiter. Und wir sehen, dass neben dem 1. Haus mit Sonne, Merkur, das 8. Haus mit Jupiter, Uranus am stärkstesten besetzt ist. Also sehr, sehr interessante Entwicklung. Wir sehen auch Spitze 7. Haus von Mars beherrscht, also Herrscher von 7 und Herrscher von 8. Ja, ist der Mars, gute Nacht, weil wir haben hier internationale Handelspartner, ist schon mal interessant, also da geht irgendetwas den Bach runter, also das heißt, da funktioniert etwas nicht mehr, 8. Haus ist kaputt und das hat dann Auswirkungen, ja richtig, auf das Finanzsystem, dem Euro. Also ja, hier kann man sagen, interessant, ja, interessant. Und wir sehen dann auch natürlich, dass die Beziehungen mit den Handelspartnern, die hier flöten gehen, ja, das 8. Haus ist das Haus der Flöten, dass wir hier, Spitze 3. Haus, Wirtschaft, Handel und Industrie, auch davon betroffen sind. Also das heißt, natürlich, wenn eine Fabrik keine Lieferungen mehr bekommt aus dem fernen Ausland, dann schaut es ein bisschen nach Kurzarbeit aus. Also das heißt, oder Werksschließung, also das ist vielleicht das billigere, die günstigere Variante. Die Bestätigung dieser Aussage sehen wir hier. Schütze ist komplett im 3. Haus eingeherrscht, im eingeschlossenen Herrscher oder wie auch immer. Auf jeden Fall der Jupiter, den haben wir. Der Jupiter als Nebenherrscher des 3. Hauses befindet sich im 8. Haus. Und auch das, er ist rückläufig. Also das heißt, wir können hier davon ausgehen, dass das Prozesse sind, die schon in der Vergangenheit einigermaßen weiter zurückliegen. Und Liegen und Lügen hängen immer eng beieinander, wie wir wissen. Und da ist auch das 12. Haus dann sehr gut besetzt. Und der Herrscher des 12. Hauses, Merkur, im 1. Haus ist das nicht das Land des Lächelns, sondern das Land der Lügen. Und interessant, dass das hier mit dem 9. Haus zusammenzuhängen scheint. Und zwar offensichtlich, sehr offensichtlich, dürfte hier der Wilde Westen in einer Niedergangsspirale sein. Also auch sehr, sehr vielsagend. Und wir sehen hier den Wilden Westen am besten über ein Quinkungs mit Jupiter verbunden. Das heißt, wir sehen, dass Wirtschaft, Handel und Industrie auch in diesem Fall, aber das ist dann der ferne Osten, Merkur, dass hier wieder ein Zusammenhang eben mit der Wirtschaft hergestellt wird. Wir haben das im 7. Haus schon gesehen. Marsherrscher von 7, 8 und von 3 im 2. Haus im Skorpion. Also das heißt, hier haben wir große Finanzprobleme, eben die entstehen durch den Stillstand oder durch die dynamischen Zerstörungsprozesse auf dem Bereich auch der Finanzen. Also das heißt, der Strudel zieht halt jetzt einige. Der Strudel zieht sich, also der Strudelteig wird jetzt schön in die Länge gezogen. Naja, 7. Haus steht auch für Beziehungen. Und wir sehen 7. Haus, 8. Haus, wenn Beziehungen sozusagen in Bedrängnis geraten, dann könnte das hier sehr stark mit dem Thema Finanzen zusammenhängen. Und wir wissen ja, Spitze 7. Haus im Widder steht auch immer für eine gewisse Streit
Bereitschaft. Und ja, wir haben es hier mit einem gestürzten Aszendenten zu tun. Logischerweise, wenn wir hier 3 Grad 33 Waage haben, ergeben die beiden Werte Waage wieder 6 Grad 66. Gut, das geht nicht, das wären dann 7 Grad und 6 Minuten. Aber wie auch immer, ja. 6 Grad 66 wäre interessant. Auf jeden Fall 3 Grad 33 haben wir sowohl beim Aszendenten Waage als auch am Deszendenten wieder. Und interessanterweise auch die Mondknoten natürlich auch entsprechend prekär. Wir haben wieder den nördlichen Mondknoten wieder im 7. Haus und den südlichen Mondknoten in der Waage im 1. Haus. Also hier wieder eine starke Vermischung zwischen den eigenen Bestrebungen und jenen in der Partnerschaft. Also hier herrscht natürlich einiges an Verwirrung. Und ja, hier werden natürlich die Partnerschaften wahrscheinlich wegen des Geldes stark auseinandergehen und wir sehen nach wie vor Venus-Saturn in Opposition. Das heißt, wir sehen hier Venus, die Beziehungen stehen nach wie vor unter saturnalen Druck. Also das bedeutet, es wird für Beziehungen bescheidener, ja, weil natürlich die Rahmenbedingungen, Venus steht auch für die Finanzen und Saturn, wie wir immer wissen, ist die Verknappung, sozusagen das Verengungsventil. Naja, da heißt es dann halt eben, Verzicht üben oder die Freude am Wenigen wird wahrscheinlich die Stiergeborenen sehr stark treffen, diese Besetzung, gar keine Frage, weil Saturn-Venus-Aspekte treffen logischerweise nicht nur Stier, sondern auch die Waagegeborenen, da sind es, die Waagegeborenen. Also das heißt, und wir sehen ja auch, die Sonne befindet sich in der Waage auf Skorpiongraden, also das heißt, hier haben wir eine sehr intensive Erfahrung. Ja, ich würde sagen, intensivieren wir die Erfahrungen möglicherweise im zweiten Teil ein bisschen mehr, weil wir haben hier noch einiges drinnen stehen und schauen wir dann auch einmal, wie es mit dem 4. Haus aussieht, weil wir sehen hier den Pluto. Und das könnte natürlich vielleicht auch etwas zu bedeuten haben. Weiter zum zweiten Teil. Ende.